Enterprise, so. Krasseste Gerät, was es so gibt. Jetzt habe ich hier gerade noch mal ein bisschen mit den Klötzen hantiert und mal ausprobiert, wie das quasi aussieht, wenn ich so ein bisschen die Block die Blockauswahl ein bisschen erweiter und so ein bisschen mehr Abwechslung in das Haus bringen. Jetzt habe ich hier quasi so einen polierten Stonebrick mal reingedrückt, weil ich dachte mir, das Haus wird ja nicht komplett aus diesem Marble oder wahrscheinlich hauptsächlich aus dem Marble bestehen. Aber man müsste quasi auch, damit es halt so einen alten Flair noch ein bisschen beibehält, so einen anderen Block drin haben, der noch ein bisschen altertümlich aussieht. Also oldschool-mäßig, aber trotzdem cool. Und das ist im Grunde so ein polierter Block von diesen Stone Bricks. Habe ich gerade mal gechiselt, mal ausprobiert, wie es aussieht. Also wenn man das hier nimmt, gibt es hier nämlich den Polish-Block. Und den habe ich da mal reingedrückt. Also es gibt so viele Blöcke und deswegen dachte ich mir, ich baue mal mit ein paar mehr... Oh, was ist das denn? Oh, krass! Mit ein paar mehr Blöcken. Jetzt weiß ich allerdings noch nicht, ob es so bleibt, wie es so aussieht, weil das entscheidet sich natürlich erst nachher, wenn man Blöcken. Jetzt weiß ich allerdings noch nicht, ob es so bleibt, wie es so aussieht, weil das entscheidet sich natürlich erst nachher, wenn man, sag ich mal, die Ecke noch baut, noch ein paar Fenster reinmacht oder noch ein paar andere Sachen bastelt. Und dann sieht man erst so das Gesamtbild und sagt so, kann man lassen oder auch nicht. Und dann würde man quasi noch ein bisschen ummünzen. Aber die Brücke an sich würde ich, glaube ich, sowas lassen. Oder man macht hier unten auch noch diese Polish Stone Bricks rein. Warte, ich kann einmal kurz... Oh nein! Ich bin so schnell, ne? Warte mal. Man muss halt Shift und Leertaste gedrückt halten. Und dann kann man hier rausballern. Und Leertaste, damit man in der Luft bleibt. Weil wenn ich Shift gedrückt halte, wird man sonst nach unten fliegen. So, und wenn man jetzt quasi diese polierten Steinblöcke da reindrückt, dann hätte man zumindest mal ein bisschen Abwechslung und könnte cool aussehen. Weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Wie gesagt,